Hi, ich bin Giuseppe Amore und das ist meine Story. Ja, ich komme aus Italien, ich bin 50 und bin erst 10 Jahre in Deutschland. Und Jesus hat mich gefunden, weil ich war tief verloren in Drogen, Kriminalität und ich war 25 Jahre drogenabhängig. Meine Familie war auch reich, ich hätte alles, aber in meinem Herzen, ich hätte gar nichts. Ich habe immer dieses Gefühl, obwohl mit Drogen, Macht und Geld und große Auto und Rolex und alles drum und dran, aber in der Nacht, in meiner tiefsten Nacht, ich war immer allein. Ich hatte noch nicht bis jetzt diese Liebe gespürt. Nach 2005 ist meine Geschichte angefangen. Ein Mann hat mir über Jesus und über die Liebe, über sein Wort erzählt und mein Herz war komplett verschmolzen. Ich sagte, ja, Jesus liebt mich, so ein Mann wie ich bin. Ich habe das, das, das und die mögliche Sache gemacht. Ich habe alles probiert, alles, komplett alles. Aber ja, probiert, was heißt probiert? Sind einfach Sachen, wo du bis am Nacht machst, aber dann dein Herz ist immer leer. Du hast nichts in deinem Herz, nur ein Kopf komplett leer. Wahrscheinlich ein Freund oder eine Frau neben dir, aber komplett zwei Welt. Keine Liebe, keine Gefühl. Und habe ich manchmal geweint in diesem Bett, habe ich manchmal gesagt, okay, ich will jetzt aufhören. Aufhören und dann mit einer Waffe, okay, ich bringe mich dann um und dann fertig aus. Aber dann das große Story von Jesus, das Evangelium. Ich habe einfach eine Familie gefunden, weil Jesus für mich nicht nur eine Person oder nur eine Geschichte, er war einfach wie ein Freund. Seit 2008, wo ich getauft wurde, von meinem Pastor und meinem Mentor in Italien, er hat gesagt, ich komm am Wochenende einfach zu mir, ich will eine Person dir vorstellen. Ich sagte, was soll das, sind 3 Jahre, ich bin bekehrt, aber du kennst diese Person nichts. Wow. Das war ein Wochenende fantastisch. Ich war mit ihm, haben getrunken und gegessen. Und er hat gesagt: Giuseppe, komm, ich bete für dich. Ich stelle dir Heinz, die Heilige Geist, die Person von Gott. Wow, ich sagte: Noch ein Freund. Ja, das ist die wunderbare Freund, wo du immer dabei haben kannst. Ja, er hat für mich gebetet. Und dann, ich habe so spürbar diese Präsenz neben mir. Und das war das Gottes Gegenwart. Wow, was soll das? Ich habe geweint und mein Herz war immer voll, voll, voll und voll mit dieser Liebe. 5 Minuten, 10 Minuten er hat für mich gebetet und gesagt: Giuseppe, siehst du, das ist die Wirklichkeit, was von Gott auf das Kreuz von Golgatha gemacht hat. Er ist einfach jetzt in uns reingekommen. Ob du eine Familie hast, ob du in seine Reich kommen kann, ob du mit ihm bis am Ende der Welt sein kannst. Er ist dein Vater, er ist dein Beistand, er ist dein alles, wenn du möchtest. Er ist immer dabei. Und dafür ich schenke dir eine Bibel und das ist sein Wort. Sein Wort ist wie eine Direktion, wo du jeden Tag mit ihm haben kannst. Und in seinem Wort, es gibt nur Wahrheit und Geschichte, wo andere Menschen, wo andere Männer und Frauen mit ihm gelebt haben. Wow, das hat mich so fasziniert. Ich sagte, wow, das ist eine Bibel, das ist kein normales Buch, wo ich jeden Tag ermutigend sein kann oder wo ich jeden Tag was für mich persönlich machen kann oder eine helfen machen kann. Wow. Und seit dann, 2008, ich habe bis jetzt noch nicht allein gefühlt. Jetzt bin ich 50, ich habe eine wunderschöne Familie, ich habe alles gefunden durch Gott. Ich bin geheilt von Hepatitis C, ich bin geheilt von Drogensüchtigen, ich bin geheilt von noch vielen Sachen, wo mir in Kette und in die Note gelassen haben. Und ich hoffe, meine Geschichte, meine Story, kann dir helfen, diese wirklich und spürbar Jesus
Er ist keine Geschichte, er ist keine Religion, er ist einfach Gott, wo mit dir sein möchte. Und wo mit dir deine Geschichte schreiben möchte. Und wo mit dir deine Familie einfach bauen möchte. Mit dir, mit mir. Er liebt uns. Ich denke, das größte Schöpfung von der Welt, er war ganz allein im Himmel. Er hat die Person, die Mensch gemacht, weil er wollte, eine Familie zu haben. Er hat Mensch gemacht, Absicht, sein Kind und seine Familie, um mit ihm dabei zu sein. Weil er ist einfach Liebe. Die Liebe Gott, die Liebe Vater. Und wenn du willst, kannst du auch die Liebe Daddy sagen. Oh, liebe Papa.